Und eventuell auch ein bisschen von diesem Braun. Mini, was machst du? Haha, Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Okay, sorry Leute, das war gerade so cringe. Aber ich habe versucht, es mit Mickey Mouse zu reden. Jedenfalls, hallo und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Mickey Mouse, auch bekannt als Paula. Und heute schminken wir uns nur mit Disney Make-up. Ich habe schon meine Ohren aufgesetzt, die habe ich aus dem Disneyland. Die sind von Coco inspiriert. Einer der besten Disney-Filme ever. Außerdem habe ich schon ein Disney-Shirt an. Ich glaube, man kann gut erkennen, ich bin ein riesen Disney-Fan. Deswegen habe ich auch sehr viele Disney-Make-up-Produkte. Mittlerweile ist das schon so eine richtige Kollektion. Die meisten davon habe ich noch nicht mal verwendet, weil sie für mich irgendwie so heilig sind, dass sie eigentlich eher so Ausstellungsstücke sind. Aber heute werde ich sie für euch verwenden. Und wir werden damit ein Full-Face auf Make-up schminken. Nein, ich werde mich nicht das Mickey Mouse schminken. Habe ich schon mal gemacht. Sieht ein bisschen gruselig aus. Ich habe auch von ganz vielen verschiedenen Filmeprodukte, also nicht nur Mickey Mouse. Ich habe, was weiß ich, Ariel, Nemo, Monster AG, Tinkerbell und noch mehr. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Haha! Vor meinem Make-up will ich noch meine Creme auftragen. Und zwar habe ich mir die jetzt ganz neu gekauft, Leute. So die teuerste Creme, die ich mir jemals gekauft habe. Aber sie ist halt wunderschön. Und mit Tinkerbell oben drauf. Das ist die Disney 100 x Charlotte Tilbury Magic Cream. Und hier seht ihr eh schon am Deckel. Das ist die Disney Edition. Hier ist Tinkerbell. Hier sind überall Glitzersteine. Ich meine, sorry, ich finde, man sieht schon, dass das teuer ist. Wie fancy sieht das bitte aus? Und man sieht auch, dass ich sie noch nicht benutzt habe. Leute, das ist mein Problem. Ich kann mir eigentlich kein teures Make-up oder sonstiges kaufen, weil ich es dann nicht benutzen kann. Weil ich dann immer ein schlechtes Gewissen habe. Was eigentlich auch dumm ist, weil irgendwann würde das halt theoretisch ablaufen. Und wenn ich es nicht benutzt habe, ist das einfach nur komplette Geldverschwendung. Aber heute benutzen wir sie ja. Das fühlt sich so gut an. Übrigens, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Disney-Film ist. Meiner ist, seit ich schon klein war, Peter Pan. Deswegen wollte ich auch unbedingt diese Produkte hier haben, weil Tinkerbell ist ja eigentlich original aus den Peter Pan-Filmen oder Büchern, Märchen. Und es gibt auch Tinkerbell-Filme, aber die habe ich noch nie gesehen. Falls ihr die gesehen habt, schreibt gerne mal, ob die gut sind oder nicht. Ich weiß nicht, warum ich die nie angeschaut habe. Machen wir weiter mit Primer. Ich habe sogar einen Disney-Primer. Wie cool ist das bitte? Und zwar ist der von Revolution und von Monster University. Ich sag's euch, Monster AG und Monster Universität sind die geilsten Filme. Das ist übrigens so voll der interessante so Jelly Primer. Ich finde, das passt wohl gut zu Monster AG, weil das sieht so aus wie so ein kleines, so ein Monster, das sich so in Schleim verwandeln könnte. Das könnte einfach so ein Wackelpudding-Monster sein. Und diese lustige Konsistenz schmier ich mir jetzt auf mein Gesicht drauf. Ich habe letztens Monster AG Looks geschminkt. Hier übrigens, falls man euch auf Instagram folgt, dann macht das auf jeden Fall jetzt, weil dort sind immer diese coolen Fotos. Und ich habe mir während dem Schminken das Hörbuch von Monster AG angehört. Und es war so gut. Okay, ich mag diesen Primer jetzt schon. Der fühlt sich irgendwie so voll erfrischend an. Und er ist so ganz leicht sticky, wodurch dann die Foundation mich ein bisschen besser hält. Und er riecht angenehm. Monster AG Make-up, ich sag's euch, Leute. Das ist ein Hit. Bei Foundation, Concealer und Puder habe ich leider keine Produkte, aber ich habe Schwämme, mit denen ich die Produkte auftragen kann. Und zwar sind das einfach Mickey-Ohr-Schwämme. Voll witzig, oder? Und nein, die sehen nicht nur so aus, sondern das sind wirklich halt Mickey-Ohr-Schwämme. Genauso habe ich sie auch gekauft als Mickey-Ohren. Problem ist nur, wie trage ich damit meine Foundation auf? Obwohl, nee, das wird schon hinhauen. Oh, sogar voll gut. Aber irgendwie fühle ich mich schlecht, dass ich gerade einfach Mickeys Ohren dafür benutze, um mein Make-up aufzutragen. So, die armen Ohren. Also Leute, wenn ihr mich so ein bisschen verfolgt, dann wisst ihr bestimmt, dass ich ein mega Disney-Fan bin und dass ich auch sehr oft im Disneyland bin. Ich glaube, ich bin jetzt seit 5 oder 6 Jahren jährlich im Disneyland. Also ich glaube, ich war das erste Mal im Disneyland mit meinem Freund zusammen. Damals waren wir in Paris auf Urlaub. Ich glaube, das war unser erster oder zweiter gemeinsamer Urlaub. Und ich weiß noch, ich war so, oh, ich würde voll gerne ins Disneyland. Und er war so, oh, ich habe gehört, das soll voll blöd sein. Vielleicht ist das voll unnötig. Ich war so, komm schon, gehen wir hin. Ihr müsst doch wissen, damals, glaube ich, hatte ich noch keinen Job. Und er hat auch noch studiert. Das heißt, wir waren sehr broke. Und haben damals auch so in einem kleinen Zimmer mit zwei anderen Leuten geschlafen. Das war so eigenartig. So, wir haben am Bett und die direkt am Sofa so neben uns geschlafen. Aber irgendwie war es auch lustig. Das heißt, wir haben unser ganzes Geld dann für diese Disney-Tickets ausgegeben und sind dann dort, glaube ich, 2 Stunden oder so mit dem Zug hingefahren. Und dann sind wir dort angekommen und ich war zuerst so, oha, ist ja voll klein, weil ich dachte, es ist irgendwie nur so dieser Bereich, wo man geht zum Schloss. Das ist so ein längerer Weg mit so süßen Cafés und so weiter und dann kommt so das Schloss. Und ich dachte, das ist es jetzt. Und ich war so, oh mein Gott, mein Freund hatte recht, das ist voll der Kack. Und dann sind wir drauf gekommen, dass das ein Mini-Teil vom ganzen Disneyland ist und dass es noch extrem weitergeht und dass es riesig ist und dass überall Fahrgeschäfte sind und dass die ultra cool sind. Und ich finde, das ist so eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe, so mit meinem Freund zusammen.
So, der Tag ist schon fast vorbei und wir haben endlich mal eine Karte fürs Disneyland, weil wir es gar nicht auskennen. Und wir kommen drauf, dass da noch so ein ganzer Bereich ist mit dem Geisterschloss, also mit der Haunted Mansion. Das ist so ein richtig cooler Geister-Ride halt. Und wir wissen so, wir müssen jetzt hinrennen, damit wir das noch schaffen, bevor es schließt. Und dann laufen wir so durchs Disneyland und wir schaffen es gerade noch. Und diese Bahn ist so ultra cool und wir freuen uns so, dass wir es geschafft haben und wollen dann zum Ausgang gehen. Und dann sehen wir auf einmal, oh mein Gott, es kommt noch ein Feuerwerk, weil das wussten wir auch nicht, weil wir waren halt zum ersten Mal und kannten uns gar nicht aus. Und dann gehen wir vor diesem Geisterschloss direkt zum Schloss, wo dann das schönste Feuerwerk ever ist. Und das ist dann der schönste Abschluss zu diesem Tag. Und dann fahren wir wieder zurück und sind mit diesen zwei lieben Franzosen in unserem kleinen Zimmer und erzählen denen so, wie toll dieser Tag war. Und irgendwie ist das so. Und ich liebe einfach diese Erinnerung. Und ich finde so, deswegen schweißt Disneyland zu meinem Freund und mich so voll zusammen. Und seitdem fahren wir ultra gerne hin. Also das ist so unser Lieblingsort auf der ganzen Welt. Und letztes Jahr haben wir uns dann unseren riesen Traum erfüllt und sind ins Disney World geflogen. Und zwar ist das in Orlando, Florida, in den USA. Das heißt, es ist relativ weit weg. Aber falls ihr schon mal im Disneyland Paris wart, dann wisst ihr, dass das ziemlich groß ist. Disney World ist einfach, glaube ich, 5-mal so groß. Und das war unfassbar. Also das war eine der geilsten Reisen meines Lebens. Wir waren dann auch auf einer Disney-Privatinsel. Wir haben voll viel mit Disney einfach gemacht. Ich habe jetzt übrigens noch einen Monster-AG-Pinsel, um mein Puder besser zu verteilen. Und jetzt ist halt irgendwie so unsere Mission, würde ich mal sagen, so in alle Disneylands und Disney-Hotels und was es so gibt, halt auf der Welt zu fahren. Also nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren, sondern in unserem ganzen Leben verteilt sozusagen. Weil es gibt tatsächlich sehr viele Disneylands und Disney-Sachen. Aber mal schauen, wo uns die Reise noch so hinbringt. So, als nächstes möchte ich meine Augenbrauen machen. Ich habe leider auch keinen Augenbrauenstift, aber ich habe so ein richtig geiles Pinselset von Mickey Mouse. Leute, auf dieses Pinselset bin ich unfassbar stolz. Ich meine, hallo, hallo, fokussiere, bitte. Bitte schaut euch diese Pinsel an. Wie cool sind diese Pinsel? Ich habe vorhin von Ausstellungsstücken gesprochen und das sind meine Ausstellungsstücke. Okay, das sind meine Babys, die will ich eigentlich nicht verwenden, aber ich muss sie halt eigentlich verwenden. Und wir verwenden jetzt zumindest mal einen Pinsel davon, und zwar den Augenbrauenpinsel. Die sind übrigens von der Marke Spectrum. Kannte ich davor nicht, kenne ich nur wegen dem coolen Disney-Make. Leute, es ist soweit. Ich benutze zum ersten Mal einen von meinen heiligen Mickey-Pinsel. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Farbe ist schon oben. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen überdramatisch. Man kann ihn ja immerhin noch waschen. So, dann als nächstes kommt Blush dran. Bronzer habe ich keinen, deswegen lassen wir den einfach aus. Und ich war mal wieder ein kleiner Dödel und habe mich komplett abgepudert, obwohl ich jetzt ein Creme-Produkt verwende. Aber das kriegen wir schon hin. Und zwar ist das ein ultra cooles Produkt. Auch von Monster AG. Das ist auch von Monster AG und schaut mal, wie cool, das kann man so richtig eindäpschen hier. Und hier drin ist das Produkt. Wie ihr sehen könnt, habe ich es zumindest schon mal geswatcht. Da gehe ich jetzt auch einfach wieder mit meinen Mickey-Öhrchen so ein bisschen rein und hoffe, dass es gleich halbwegs klappt. Oh yeah. Sogar relativ stark. Okay. Okay. Eigentlich wollte ich den Blush gar nicht so stark machen. Es kommt nämlich gleich noch ein zweiter drauf. Ich konnte nicht entscheiden, weil ich 2 Disney-Blushes habe. Und so habe ich hier noch einen von Minnie Mouse. Und Minnie Mouse ist eine Legende, eine Ikone. Deswegen müssen wir sie auch verwenden. Das auch von Revolution. Und schaut mal, voll cool. Es hat so 2 Seiten und ich finde die 2 Farben voll schön. Und ich finde, um das Blush aufzutragen, müssen wir eigentlich ihren Partner, die Liebe ihres Lebens, Mickey Mouse, verwenden. So kann ich sie halt zumindest mit dem Make-up miteinander vereinen. Und das kommt jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Minnie, was machst du? Warum bist du so stark? Rückzug, Rückzug. Das ist aber viel zu viel Blush, Leute. Ich gehe jetzt ein bisschen mit meiner restlichen Foundation drüber und hoffe, dass es ein bisschen weniger wird. Naja, sonst wird es einfach ein sehr nalliger, blushiger Look. Würde ich sicher auch nichts ausmachen, oder? Es ist halt jetzt einfach so. Es ist so. Ich glaube, Minnie Mouse wird das gefallen. Und dann haben wir auch noch Highlighter, und zwar gleich 2. Diese hier. Und das sind sogar irgendwie so Tubes. Das ist der berühmte Charlotte Tilbury Highlighter. Und das ist wieder mit der Tinkerbell-Version. Und dann haben wir hier einen von Catrice. Und das ist aus der Disney Villains Kollektion. Und zwar der Maleficent Highlighter. Wir können jetzt so einen kleinen Krieg der Highlighter hier machen. Starten wir mit dem Charlotte Tilbury. Den gebe ich auf diese Wange und ich mache das so wie in diesen ganzen TikToks, wo die so das Make-up so mit diesem hier aufbringen und verblende das tatsächlich mit meinem Finger. Ich finde diesen Highlighter so schön, Leute. Schaut. Ich meine, jetzt besteht meine halbe Wange nur aus. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber mein Highlighter hatte dann schon einen kleinen Unfall. Oh! Der ganze Deckel ist auch voll. Also sie ignorieren das einfach, geben den hier her und machen den einfach wieder zu. Das repräsentiert gerade sehr gut mein Leben. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann mache ich es zu und lege es einfach für später irgendwo hin. Jedenfalls machen wir den jetzt auf der anderen Seite. Ich habe die schon mal so ein bisschen beide halt getestet. Und ich finde, die sind ziemlich unterschiedlich. Also ich finde, das Packaging ist halt voll das Dupe. Aber so die Formulierung ist schon anders. Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt so anschaue, sieht das ziemlich gleich aus. Der einzige Unterschied, wenn ich das jetzt ganz streng nehme, ist, dass ich hier das Blush drunter die Foundation so ein bisschen abgehoben haben und verschwunden sind sozusagen und hier nicht. Aber so wild.
Also sind beide sehr, sehr schön. Übrigens hätte ich noch einen dritten Disney-Highlighter gehabt. Aber den wollte ich nicht verwenden, weil ich den dann euch verschenken möchte. Ich habe nämlich heute meine Spendierhosen an. Also meine Pyjama-Hose, genau gesagt. Und habe ich so ein kleines Disney-Paket zusammengestellt mit Produkten, also mit Disney-Make-up-Produkten. Eine kleine Verlosung. Da sind echt coole Sachen drin. Bambi, die Nemo Revolution Kollektion. Ja. Blushes. Was für die Lippen. Auch so ein Highlighter. Das ist eine ganze Box voll mit Disney-Lidschatten. Und der geilste Mike-Highlighter. Da habe ich gerade vorhin so lange überlegt, ob ich den selber behalten soll. Dann war ich so, nein, Paula, du musst auch ein bisschen was abgeben. Also falls ihr auch Disney-Fan seid oder die Make-up-Produkte auch gerne hättet, dann schreibt jetzt in die Kommentare, was eben euer Lieblings-Disney-Film ist und was euer Lieblings-Disney-Song ist, falls ihr einen habt. Natürlich solltet ihr auch ein Abonnent von meinem Kanal sein und sehr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ja, das war's schon. Ganz viel Glück und wir machen auch schon weiter mit Lidschatten. Und ich glaube, ihr könnt euch ja schon vorstellen, ich habe einige. 4 Stück, um genau zu sein. Und zwar die Nemo Taucherbrille, die auch in eurer Verlosungskiste drin ist. Eine gigantische Monster-AG-Palette. Ich habe überlegt, Leute, gegrübelt, welches soll ich verwenden? Und ich dachte mir, alle. Das heißt, ich werde wahrscheinlich von jeder Palette circa eine Farbe verwenden und damit einen schönen Look schminken. Ich habe irgendwie heute Lust auf irgendwas Buntes, weil jetzt haben wir eh schon diese pinken Wangen. Jetzt können wir gleich noch mehr draufhauen. Ich verwende jetzt nicht nur sehr besondere Paletten, sondern auch sehr besondere Pinsel. Und zwar mein stolzestes Sammelstück. Oh, Cinderella. Dieser Schuh ist wunderschön. Leider passt er mir nicht, weil ich keine Prinzessin bin. Nur im Herzen. Aber dafür passen da perfekt diese Cinderella-Pinsel rein. Und ich werde jetzt gleich den Lidschatten-Pinsel rausziehen. Eventuell werde ich auch ein paar von den Mickey-Pinseln verwenden und ein paar von den Monster-Aki-Pinseln. Aber nur Disney-Pinsel. Wir starten mit der Nemo-Palette, die ich bislang auch noch nicht verwendet. Und ich möchte hier diesen richtig knalligen Korallton verwenden. Und schaut mal, wie süß. P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. Und ich habe auch gerade gesehen, dass das so richtig süße Muster sind. Leute, das ist doch so cute. Okay, tippen wir in die Farbe. Was mache ich heute für einen Look? Das wissen wir nicht, gell? Boah, die ist ja crazy. Dann nehme ich mir die gigantische Monster AG Palette und tippe hier diese Farbe hier rein und verblende das Ganze damit. Ich habe meine ganze Idee für diesen Look gerade umgeworfen und verwende jetzt von der Ariel Palette dieses Rot hier unten. Und eventuell auch ein bisschen von diesem Braun. Und packen wir das auf mein restliches Lid drauf. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Disney Bösewicht Palette und da lacht mich schon die ganze Zeit dieser Ton hier so an. Und Leute, ich habe fast was extrem Wichtiges vergessen. Den Alice im Wunderland Pinsel. Mein Schmuckstück, Leute. Ja, das ist hier ein Pinsel und der sieht so genial aus. Und hier steht drauf, The Way to Wonderland. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich den wirklich benutzen werde, aber heute ist es soweit. Ich meine, für einen Schimmerton ist er wahrscheinlich nicht der richtige, ist eher so ein Blending-Pinsel, aber egal. So, zuerst gebe ich mir jetzt ein bisschen Concealer auf die Augen, damit der Schimmerton noch gut hält. Und jetzt geht's los. Ah, ich bin aufgeregt. Ich schwöre euch, Leute, das ist der geilste Pinsel auf der ganzen Welt. Wisst ihr auch, wie schwer der ist? Das ist ein richtiger Metallklotz. Weiß ja nicht, wer den entworfen hat. Also die Marke ist wieder Spectrum. Ich weiß nicht, welche Personen dahinter stecken. Aber egal, wer das ist, diese Person, genial. Okay, Eyeliner und Disney-Mascara habe ich leider noch nicht. Obwohl, ich brauche wirklich eine Disney-Mascara. Vielleicht werde ich einfach mal meine eigene machen. Ich habe aber Disney Lashes und zwar Cruella Lashes von Catrice aus der Disney Villains Kollektion. Leute, es gibt so zwei Sachen, die ich gerade richtig manifestiere und die teile ich jetzt mit euch. Keine Ahnung, schreie ich so ins Universum raus und dann wird es vielleicht irgendwann wahr. Und zwar möchte ich unbedingt irgendwann mal eine eigene Make-up-Marke haben und damit Disney eine Kooperation haben, also eine eigene Disney-Kollektion entwerfen und rausbringen. Also das wäre so crazy. Ich habe sogar schon so Ideen. Ich habe sogar schon meinem Papa davon erzählt, was meine Ideen sind und er findet es richtig, richtig cool. Das ist mal Nummer 1. Und Nummer 2 ist, das ist, ich weiß nicht, welches unrealistisch ist. Es ist für beide ein bisschen unrealistisch. Ich mag es gerne zu träumen. Aber das zweite ist, dass ich unbedingt mal in einem Disney-Film dabei mitspielen will, dabei sein will. Also mitspielen ist erstmal unrealistisch, weil ich nicht schauspielen kann und ich wäre halt voll gerne in so einem Animationsfilm. Deswegen würde sich halt anbieten, als Synchronsprecher dabei zu sein. Und ich meine, ich kann das halt nicht, aber so eine Mini-Rolle, das wäre, Alter, das ist so cool. Stell dich mal vor, ich in einem Disney-Film. Auch wenn es so ein Satz wäre und so, hey Leute, das wird mir schon reichen. So einfach die Vorstellung, dass ich irgendwie mit meinem Freund ins Kino gehe oder mit meiner ganzen Familie und meinen ganzen Freunden und wir uns irgendwie einen neuen Disney-Film anschauen und ich bin einfach drinnen und so. Ich bin vielleicht sogar im Abspann oder so. Das wäre, oh, ich kriege fast Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Also wenn hier gerade irgendwer vom Disney-Team zuschaut, hallo, darf ich in einen Film rein? Okay, ich muss sagen, die Lashes sehen cool aus, oder? Das sind schöne Lashes. Cruella hat auf jeden Fall einen guten Wimperngeschmack. Und wir sind auch schon beim Lippenstift angekommen. Da habe ich wieder einen von der Monster Uni. Schaut mal, der sieht doch richtig cool aus. Packaging. Cool, bisschen ASMR.
wäre doch eine richtig schöne Farbe. Also das ist so ein echt schönes Nude. Das sieht doch voll samtig aus. Ich habe den noch nicht verwendet, wie ihr sehen könnt. Zum ersten Mal jetzt zusammen mit euch. Okay. Ist ziemlich hell. Ja, und ich bin schon hell. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen dunkler seid als ich, dann ist er vielleicht ein bisschen zu hell. Für mich ist das eigentlich fast das perfekte Nude. Was meint ihr? Wie findet ihr die Farbe? Ich bin gerade irgendwie voll hin und her gerissen. Ich trage immer dunklere Lippen, aber eigentlich ist das voll die schöne Farbe. Eigentlich ist es schön, oder? Und das ist der fertige Disney-Make-up-Look. Ich habe übrigens ganz vergessen, meine Tinkerbell-Ohrringe reinzugeben. Hat mir mein Freund geschenkt im Disney World. Nicht vergessen, bei der Verlosung mitzumachen. Es sind ein paar echt coole Sachen dabei. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder beim neuen Video. Und bis dahin, bis bald. Tschüss. Und vergesst nicht in den Worten von Walt Disney, if you can dream it, you can do it.